Grüß Gott, mein Name ist Pater Ralf Hermann Ling, ich bin römisch-katholischer Priester, sogenannter Sedis Vacantist. Wir haben heute den 10. August 2014. Das Thema des heutigen Videos ist Falschgutachten, katholische Kirche gegen Vatikanum II, Klageschrift. Gutachterliche Fehlleistungen stören in empfindlicher Weise den Rechtsfrieden. Das sagte am 5. August 2014 der Arzt Prof. Dr. Med. Peter Geizig von der Universität Witten-Herdecke. In der Tat, gutachterliche Fehlleistungen stören in empfindlicher Weise den Rechtsfrieden, und das gilt auch, und ich finde sogar ganz besonders, bei dem Gutachten, um das es jetzt geht, und zwar um das Gutachten von Thomas Schüller, sogenannter Professor für Kirchenrecht am Institut für Kanonisches Recht der Universität Münster. Der hatte ein Gutachten gegen mich erstellt in einem Strafprozess. Der Strafprozess gegen mich war wegen angeblichen Missbrauchs von Titeln. Und wenn das Gutachten richtig gewesen wäre, wenn der Gutachter, also dieser Thomas Schüller, die Frage richtig beantwortet hätte und das Thema richtig bearbeitet hätte, wäre der ganze Prozess aufgelöst worden, wäre ich freigesprochen worden. Und wegen dieses Falschgutachtens gab es nur eine Einstellung des Verfahrens, noch nur mit der Begründung, wenn man das als Begründung gelten lassen will, dass ich schuldunfähig sei, und zwar, weil ich der Meinung sei, dass man Gott mehr gehorchen muss als den Menschen. Also, das meine ich wirklich, man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Und zwar ist das die Aussage von Petrus auf die Frage hin, warum er trotz Verbots, trotz Gefangenschaft weiter den Glauben verkündet, eben weil man Gott mehr gehorchen muss als den Menschen. Und jemand, der eben diese urchristliche, urmenschliche Auffassung vertritt, dass der Mensch eben nicht völlig frei ist in seinen Entscheidungen, dass er vollkommen willkürlich entscheiden darf, sondern eben, dass er an das göttliche Recht gebunden ist, dann ist man laut Justiz eben gestört. Und das Thema Falschgutachten wird immer wieder von verschiedenen Seiten dargestellt. Man braucht einfach mal im Internet nach diesen Begriffen zu suchen, die Falschgutachten, aber auch Justizopfer, Justizskandale, Rechtsbeugermafia. Zu diesem Gutachten von Schüller habe ich einen sehr umfangreichen Text geschrieben, einen Zeilenkommentar von über 15.000 Wörtern. Das sind also die wesentlichen Punkte, aus die wesentlichen falschen Aussagen von Schüller zusammengestellt. Für die Klageschrift, die jetzt für das Gericht erstellt wurde, wurde das sehr stark gekürzt. Also da haben wir uns auf zwei Punkte im Wesentlichen beschränkt, zwei Falschaussagen von Schüller. Der Text ist dann nur noch etwa 1500 Wörter lang. Also die gesamte Klageschrift, also mit Einleitung, also mit Namensnennung und Anliegen und so weiter, ist noch unter 2000 Wörter. Das kann auch, glaube ich, ein Richter noch schaffen. Die Klageschrift, bis zur Klageschrift hat die ganze Vorbereitung, also bevor das Gericht noch eingeschaltet wurde und die Gegenseite noch eingeschaltet wurde oder aktiv wurde, schon über 10.000 Euro gekostet. Ich danke allen Unterstützern ganz herzlich für die Unterstützung und sage nochmals, also ohne diese Unterstützer wäre das nicht möglich gewesen. Die Klageschrift habe ich vorgestern Abend, also am 8.8.2014, von meinem Anwalt erhalten. Da sind natürlich noch Anlagen dabei, die werde ich jetzt auch hier erwähnen, aber die werde ich jetzt nicht mehr in die Kamera halten. Es gibt also auf meiner Homepage, also auf der von mir eingerichteten Homepage, die gehört mir jetzt nicht mehr, gibt es also Scans von den wichtigsten Dokumenten, und in anderen Videos habe ich auch einiges in die Kamera schon gehalten. Da kann man sich auch informieren. Die Richter, die also die Klageschrift lesen, die bekommen die ganzen wichtigen Sachen auch schon in der Anlage. Da können sie dann nachblättern. Hier also nur das Wichtigste in aller Kürze. Je mehr man sich da mit der Materie beschäftigt, desto mehr wird man sehen, was für ungeheuerliches Unrecht passiert ist durch dieses Gutachten. Also ob man jetzt den Sedis Vacantismus, meine Position, also
dass der letzte, bislang letzte Papst Pius XII. War, der 1958 gestorben ist, wie man dazu stehen mag, wie man zu meiner Person stehen mag, wie man zur Religion oder zur Kirche stehen mag. Es ist einfach mal objektives, schwerstes Unrecht passiert. Und dagegen muss ich eben meine Stimme erheben. Und keiner kann dieses Unrecht gutheißen, egal was er von der Sache hält. Hier ist schwerstes Unrecht geschehen und eben Falschgutachten stören in empfindlicher Weise den Rechtsfrieden. Erstens, der Kläger, geboren 1967, ist seit 1996 Pater, das heißt gültig geweihter Priester. 1986 legte er an einer Klosterschule aus Oberbach-Jülich, der Gruppe des sogenannten Zweiten Vatikanischen Konzils V2, das Abitur mit dem Durchschnitt 1,6 ab. Seine Leistungskurse Deutsch und Englisch zeugen von Textverständnis. Sein Abiturfach Katholische Religionslehre zeugt von Religionsverständnis. Seine Grundkurse Mathematik, Abiturfach, und Philosophie zeugen von logischem Denken. Beweis, Abiturzeugnis, Anlage 1. Nach dem Wehrdienst, Obergefreiter, begann er als Priesterkandidat für die V2-Diözese Essen das Studium Katholische Theologie für das Priestertum in Bochum. Schließlich war er Priesterkandidat in der V2-Diözese Chur, wo er zum Beispiel in einem öffentlichen V2-Ritus eine Beauftragung zum Lektor, Vorstufe zur V2-Priesterweihe, erhielt. Beweis, Lektoratsurkunde, Anlage 2. Nach 13 Fachsemestern, davon 5 nur Lehramtsstudiengang, erhielt er 1995 das Diplom Katholische Theologie mit dem Prädikat sehr gut. Beweis, Diplom, Anlage 3. Am 19.09.1995 trat der Kläger formell aus der V2-Gruppe aus und wurde am 2.03.1996 Priester der römisch-katholischen Kirche. Beweis, Bestätigung des V2-Austritts durch Bürgerbüro Dorsten, 12/2001, Weiheurkunde, Anlage 4. Zweitens, der Beklagte ist Repräsentant der Gruppe des Zweiten Vatikanischen Konzils V2, mit welcher sich der Kläger im Streit befindet. Nach den Recherchen des Klägers firmiert diese Gruppierung widerlegbar als katholische Kirche. Über die diesbezüglichen Widersprüche informieren zahlreiche Internetseiten. Der Kläger selbst hat bereits 1997 eine diesbezügliche Seite eingerichtet, Kirche zum Mitreden, www.kirchenlehre.com. Entsprechend verbreitet ist auch die englische Seite Novus Ordo Watch, www.novusordowatch.org. Beweis, Ausdrucke beider Internetseiten vom 28.07.2014, Anlage 5. Im oben angegebenen Strafprozess wurde dem Beklagten die Beantwortung der Frage angetragen, ob der Kläger, Zitat, wirksam durch einen dazu berufenen und befähigten Geistlichen zu einem auch von der katholischen Amtskirche anzuerkennenden Priester geweiht worden ist. Zitat Ende. Das heißt, ob auch die V2-Gruppe anerkennen muss, dass der Kläger eine gültige Priesterweihe besitzt. Da der Kläger bereits, siehe oben Bürgerbüro Dorsten, vor dem Amtsgericht Dorsten selbst seinen Austritt aus der V2-Gruppe erklärt hatte und stets nachdrücklich betont, kein Mitglied der V2-Gruppe zu sein, wird hierbei nicht danach gefragt, ob der Kläger ein anzuerkennender V2-Priester oder ein gemäß V2-Gruppe erlaubt geweihter Priester, respektive ein bei der V2-Gruppe angestellter Priester ist. Dies wird dadurch untermauert, dass sich der Kläger auch im Internet, vergleiche oben, deutlich von der V2-Gruppe distanziert und offenlegt, dass er dieser nicht angehört. Beweis, Gutachten, Anlage 6. Der Beklagte hatte insofern lediglich die vom Kläger im Internet veröffentlichten und seit Jahren unwidersprochen gebliebenen diversen Dokumente hinsichtlich des Weihspenders gegenüber dem Kläger, Pater Georg Schmitz, hinsichtlich ihrer Authentizität überprüfen und dann bestätigen müssen. Vergleiche www.kirchenlehre.com, Schmitz HTM. Beweis, Artikel Bistum Freiburg gegen Bischof Schmitz, Anlage 7. Zudem hätte der Beklagte das Dokument V2-Erzbistum Freiburg vom 19.09.1985 aus den Prozessunterlagen berücksichtigen müssen. Hieraus geht klar hervor, dass die Priester- und Bischofsweihe von Pater Georg Schmitz als gültig anerkannt ist. Pater Schmitz ist von der V2-Gruppe und damit der katholischen Amtskirche als gültig geweihter Bischof anerkannt. Damit ist auch die vom Amtsgericht Dorsten für das Gutachten gestellte Frage endgültig beantwortet.
Der Kläger ist ein von der katholischen Amtskirche anzuerkennender Priester. Beweis, Schreiben vom 19.09.1985. Pressemeldung, Dokumente als Beweisquelle im öffentlichen Verfahren, openpr.de, 23.07.2014, Anlage 8. Statt die vom Gericht gestellte Frage zur Weihegültigkeit wahrheitsgemäß zu bejahen, erstellte der Beklagte wider besseren Wissens eine unrichtige Stellungnahme, die sich insbesondere mit der Frage befasst, ob der Kläger Mitglied der V2-Gruppe ist oder nicht. Dies, obwohl weder der Kläger eine solche Mitgliedschaft behauptet, noch das Amtsgericht danach gefragt hat, da es ja, oben angegeben, selbst im V2-Austritt des Klägers bezeugt hat. Es hat den Anschein, als ob der Beklagte das Gutachten zum Anlass nimmt, mit dem in dieser Hinsicht nicht unbekannten erklärten Widersacher seiner V2-Gruppierung abzurechnen. Der Beklagte behauptet unter anderem a. Der Kläger müsste die, Zitat, erforderliche 5-jährige Studienzeit nachgewiesen haben. Hierzu ist nichts ersichtlich. Mithin ist anzunehmen, dass der Angeklagte die Studien nicht geleistet hat. Zitat Ende. Es ist falsch, dass bezüglich der Studienzeit nichts ersichtlich ist. Der Beklagte hat den Kläger nicht nach seinem Studium gefragt. Der Kläger hat unzählige Male, zum Beispiel auf der oben angegebenen Seite Kirche zum Mitreden, in zahlreichen Pressemitteilungen etc. auf sein V2-Diplom aus Chur hingewiesen. Sogar eine einfache Frage in Chur hätte bereits die Richtigkeit des nachdrücklichen Hinweises auf das Diplom bestätigt. Der Beklagte hat erst gar nicht versucht zu klären, ob der Kläger die entsprechenden Studien abgeleistet hat und dies pauschal ohne Grundlage in Abrede gestellt. Der Kläger wird durch diese Falschbehauptung als jemand dargestellt, der sich unberechtigt die Kompetenz einer Ausbildung anmaßt, die er nicht abgeleistet hat, und zwischen den Zeilen als Scharlatan bezeichnet. B. Der Kläger habe zudem, Zitat, das Glaubensgut Deposium Fidei um die Lehren des Zweiten Vatikanums verkürzt. Mithin ist der Angeklagte Heretiker. Zitat Ende. Diese Verleumdung ist im kirchlichen Bereich eine der schwersten nur denkbaren Anschuldigungen. Vergleiche Koch, Lehrbuch der Moraltheologie, Freiburg 1907. Zitat, als hartnäckige Auflehnung gegen die von Gott gesetzte Lehrautorität ist die formelle Häresie eine der schwersten und verderblichsten Sünden, indem sie das Fundament des Heilswerkes zerstört. Zitat Ende. Wer also den Häresievorwurf äußert, muss dafür sehr, sehr gute Gründe vorbringen. Zum einen bringt der vom Gericht mit einem klaren Auftrag versehene Beklagte keinen einzigen Beweis für eine Häresie des Klägers bei. Zudem muss der Beklagte als Kirchenrechtler ganz genau wissen, dass V2 kein einziges Dogma verkündet hat. Das Depositum Fidei wurde von V2 um keine Silbe erweitert. Damit ist ausgeschlossen, dass die Ablehnung von V2-eigentümlichen Aussagen als Häresie bezeichnet werden kann. Beweis exemplarisch Karl Rahner, Kleines Konzilskompendium, Einleitung zu V2-Texten De Verbum und Lumen Gentium und Theologisches, Ausgabe Dezember 2005, Spalten 785 und 86, wonach auch der spätere sogenannte Papst Benedikt XVI. Ausdrücklich erklärte, Zitat, also Josef Ratzinger, spätere Benedikt XVI., es gibt kein neues Dogma nach dem Konzil in keinem Punkte. Anlage 9. Zusammenfassend, statt sich mit der gutachterlich gestellten Frage zu beschäftigen, bezeichnet der Beklagte den Kläger somit als Heretiker, Straftäter in der Kirche. Dem Kläger wird unterstellt, kein theologisches Diplom zu besitzen. Drittens, die Beeinträchtigung des Klägers durch das Gutachten ist erheblich und besteht fort. Erstens, der Kläger wird im Gutachten als Irrgläubiger verleumdet, da der Beklagte dies auf die Nichtzugehörigkeit zur V2-Gruppierung bezieht, verleumdet damit auch alle anderen Katholiken. Die Bezeichnungen als Irrgläubiger fußen insofern insbesondere in der Treue des Klägers zum katholischen Glauben. Zweitens, die Kritik des Klägers in der V2-Gruppierung wurde vehement bekämpft. Die V2-Gruppierung, eben die Gruppierung, bei welcher der Kläger jahrelang als Schüler und Student lernte, die ihm gute und sehr gute Noten ausstellte und ihm sogar nach Abschluss des Studiums auch noch schriftlich für seine Tätigkeit im Priesterseminar herzlich gedankt hat, versuchte die öffentliche Kritik durch den Kläger auch über die Feststellung einer geistigen Erkrankung einzudämmen. Das Amtsgericht Dorsten stellte in diesem Zusammenhang fest, dass beim Kläger eine manifeste seelische Erkrankung nicht feststellbar ist. Sich die Äußerungen des Klägers diagnostisch nicht einer zum Beispiel paranoiden seelischen Gestörtheit zuordnen lassen. Der Kläger weder in seiner Geschäfts- noch in seiner Prozessfähigkeit ganz oder teilweise beeinträchtigt ist.
Beweis, Beschluss Amtsgericht Dorsten vom 27.01.2005, Anlage 10. Drittens. Bei richtiger Begutachtung des Klägers hätte das Amtsgericht zum Freispruch gefunden. Aufgrund der falschen Begutachtung erfolgte lediglich eine Einstellung des Verfahrens. Dieses für den Kläger folgenschwere Ergebnis ist nur und ausschließlich darauf zurückzuführen, dass das Amtsgericht dem Gutachten des Beklagten gefolgt ist. Infolge der Anerkennung des Gutachtens muss der Kläger nun permanent damit rechnen, dass er, eben gestützt auf dieses Gutachten, immer wieder verurteilt werden kann. So schreibt etwa die Recklinghäuser Zeitung, Zitat, Richter Timm erklärte in seiner Urteilsbegründung, dass der Angeklagte nicht in der Lage sei, zwischen glaubens- und rechtlichen Fragen zu unterscheiden und gab ihm auf dem Weg, das heißt nicht, dass sie den Titel römisch-katholischer Priester führen dürfen. Das kann ihnen die katholische Kirche immer noch verbieten. Zitat Ende. Beweis, Artikel Gerichtsverfahren gegen falschen Priester endet mit Vergleich, Recklinghäuser Zeitung.de vom 27.09.2012 und Pressemeldung, Richtigstellung zur Dorstener Zeitung, openpr.de, 28.09.2012, Anlage 11. Die Beeinträchtigung des Klägers ist daher nach wie vor hochgradig präsent. Die Anforderung einer Wiederholungsgefahr in ihrer intensivsten Ausprägung eines fortdauernden Zustands ist damit ebenfalls zu bejahen. Das Rechtsschutzbedürfnis ist zu bejahen, da die Rehabilitation des Klägers nur durch den Widerruf des Gutachtens erzielt werden kann. Insofern soll lediglich die Beseitigung des störenden Zustands erreicht werden und keine bloße Genugtuung. Der Kläger ist in der Ausübung seiner Aktivität als katholischer Priester ganz erheblich gehindert. Letztere ist nicht nur grundgesetzlich durch die Berufs-, sondern auch durch die Glaubens- und Religionsfreiheit geschützt. Durch die Repressionen gegen den Kläger werden unausweichlich auch dem Kläger anvertrauten Gläubigen in ihrer Religionsausübung beeinträchtigt. Die Unwahrheit der für das Gutachten zentralen Aussage, nämlich dass der Kläger kein von der V2-Gruppe anzuerkennender Priester sei und dass er als Heretiker und Straftäter in der Kirche bezeichnet werden dürfe, ist anhand der oben angegebenen Ausführungen und Anlagen feststellbar. Zudem erscheint durch die im Gutachten aufgestellten Behauptungen eine schadensersatzpflichtige Verletzung des allgemeinen Persönlichkeitsrechts möglich. Der Beklagte hat hier keine bloße Meinungsäußerung oder wahre Tatsachenbehauptung kommuniziert, sondern bewusst unwahre Tatsachen behauptet. Im Rahmen einer Güterabwägung zwischen allgemeinem Persönlichkeitsrecht und Meinungsfreiheit ist Rechtswidrigkeit zu bejahen. Beweis, Artikel Bundesverfassungsgericht bestätigt, Häresien an kirchlicher Hochschule, Anlage 12. Der Beklagte wurde durch den Unterzeichner erfolglos zum Widerruf zur Unterlassung aufgefordert. Beweis, Schreiben vom 24.04.2014, Anlage 13. Somit ist Klage geboten. Das ist also die Klageschrift. Wie gesagt, weitere Hintergrundinformationen, weitere Kritikpunkte am Gutachten und so weiter, kann man alles nachlesen bei Kirche zum Mitreden. Es gibt Videos, es gibt Scans, die man sich an den verschiedenen Stellen bei YouTube oder bei Kirche zum Mitreden oder auch auf Presseportalen, OpenPRD zum Beispiel, anschauen kann. Egal wie man zu mir steht, egal wie man zum See des Vakantismus steht, zur katholischen Kirche, zur Religion allgemein, hier werden absolut eindeutig, ganz bewusst, schwerste Falschaussagen, schlimmste Verleumdungen in einem Gutachten geäußert. Also ich hätte anscheinend wohl kein Diplom und ich sei ein Heretiker. Schwerste Beschuldigungen, die also nicht nur durch nichts begründet sind, sondern die bewiesenermaßen vollkommen falsch sind. Und das war, ist eben, wie gesagt, in einem Strafprozess passiert. Ich sollte für mindestens 2 Jahre ins Gefängnis gehen, weil ich mich als Priester, als katholischer Priester bezeichne. Das tue ich trotzdem noch, obwohl das Gutachten ja ausdrücklich sagt, ich sei ein Heretiker. Das Gutachten ist völlig verlogen. Das ist bewiesen. Meine Feststellung lässt sich nicht widerlegen. Die Feststellungen im Gutachten sind alle schon ausdrücklich widerlegt durch ganz klare Beweise. Es ist außerdem bewiesen, dass sowohl die Staatsanwaltschaft Essen als auch das Amtsgericht Dorsten Beweismittel unterschlagen haben. Deswegen habe ich sie beim Generalbundesanwalt angezeigt, wegen Rechtsbeugung. Das von mir erwähnte Schreiben von Erzbistum Freiburg über meinen Weihvater, also Bischof Georg Schmitz, das ist ganz eindeutig, dass die eigentlich im Gutachten, für das Gutachten gestellte Frage ist darin schon beantwortet gewesen und
Die Justiz hat also dieses ganz wichtige Beweismittel unterschlagen. Dieses ganze Unrecht ist zu verurteilen, egal wie man zu mir steht oder zu der Sache steht. Es ist einfach ein schlimmstes Justizunrecht und jeder sollte sich ganz genau überlegen, wie er mit diesen Zuständen, die in Deutschland herrschen, umgeht.